reden wir ansonsten einfach mal. Wir haben ja noch eine Quest hier, ne? Und war das mit ihm? Aktivitäten, Luther und Juliana. Wo wir sprechen mal um Juliana. Times I envy those who are able to travel like you. Also, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, nee, das ist ja Lieder, aber das ist ja gar nicht. So, in der Klinik. Hallo. I'll treat you if you need it. But please try to be. If you take one of those stupid tours, make sure to follow the rules. They're for your own safety and my sanity. Ja, du scheinst die Touristen ja wirklich nicht zu mögen. I don't. They make a mockery of New Homestead culture. And on top of it, they're reckless. It's like I said before, I feel like I'm treating them more often than our own people. Mhm. Das hätte ich sicher auf Trab, aber was ist daran so schlimm? Das hört sich wirklich frustrierend an. Ich wünschte, ich könnte helfen. Ja. Actually, maybe there is. Wer hätte es gedacht? I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown. Instead of myself. I've got a mountain of work and a reputation to maintain. Aha. So I bought a realistic monster costume. The plan was to wear it, scare tourists away, and start a rumor about terrible creatures living on Titan. I figure that once word gets around, tourism will take enough of a dive to give me some relief. Ei, das klingt lächerlich. Meinst du, das könnte tatsächlich funktionieren? Egal, ob so das den Spaß lasse ich mir. Ja. That's the spirit. To be honest, I'm not sure it'll work either, but I feel like there's no harm in trying. Here's the costume. I think this will work best on the surface. So just find a group and run up to them, acting like a convincing alien monster. With any luck, they'll run screaming and book the next flight out of here. Eigentlich mies. Eigentlich ist das mies. Dafür nehme ich mir die Sukkulente mit. So, das Monsterkostüm anlegen. Okay, machen wir. Ei, das sieht aber hübsch aus. Ich verscheuche die Touristen. Das machen wir. Jetzt gehen wir nach draußen und haben direkt ein Monsterkostüm an. Und ich komme direkt aus New Homestead. So, da komme ich nicht durch. Was ist hier? Careful. There are some dangerous areas around here that are not. New Homestead is a living history exhibit. These are real people. Oh, ich habe meinen Booster-Pack gar nicht mehr auf. Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Was ist denn los gerade? Oh, das hier sieht richtig scheiße aus, ne? Und wir machen mal Folgendes, wir ziehen uns mal unser normales unsere Rüstung wieder an. Also wir haben wieder alles an. Bisschen Party. Sehr gut. Was denn? Was ist denn hinter dir her? Bleib einfach draußen. Immer diese Touristen. Ja, Mensch, guck mal. So nett sind wir. Hoppala. Ich hab vergessen, dass hier keine Schwerkraft ist.
We live a simple life. So, Frau Doktor. Look, I know what I'm asking you to do is pretty silly, but I still think it's worth a shot. Gibt es auf Titan irgendwelche Gefahren, vor denen ich mich hüten sollte? It's a harsh world, but as long as you're inside or wear a suit when going out, you'll be fine here. There's no breathable air on the surface, and you'll quickly freeze to death outside without protective gear, but otherwise the hazards are minimal. Perfekt. New Homestead was an early colony research base and has stood the test of time. It's safe, and it's proof that people can live pretty much anywhere. Don't worry so much. Okay. Du, aber wo hast du das Kostüm eigentlich her? I bought it from a private seller. They said they got it from someone who wore it in a secondary school as their sports team mascot. I guess it was supposed to be a tardigrade or something. Anyway, the person I bought it from modified it a bit so they could use it in an independent movie they were making. But I guess that went nowhere, so they had to sell it. Lucky me, I suppose. Ja, stimmt. Ich habe ein paar Touristen für dich erschreckt. See, sometimes silly ideas are worth the effort. Thank you. With any luck, I'll be able to give more attention to my regular patients now. Tell you what, if you want to come back later and do this for me a couple more times, I'll even let you keep the costume. Mal sehen. Aber das Monsterkostüm wurde rausgemacht. Na denn. So, ich speichere einmal, dann gehen wir mal an den PC hier. Würde mich ja mal interessieren, was da so drin steht. Der würde passen. Der würde passen. Der würde nicht passen. Der auch nicht. Der würde passen. Auch nicht. Nee, der wird auch nicht passen. Der wird passen. Ich glaube, der wird auch nicht passen, ne? Auch der wird passen. Okay, was nehmen wir denn? Nehmen wir. Egal, wir nehmen den. Dann nehmen wir. Der geht nicht. Der geht auch nicht. Jetzt habe ich direkt den falschen genommen, ne? Das ist so geil. Rückgängig, na komm, was soll. Da habe ich genau den falschen genommen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ah, nehmen wir den. So, dann nehmen wir. Das ist jetzt ein anderer, ne? Den. Und dann einzelne. Das ist doch voll. Na. Was soll denn das immer? Dann funktioniert das auch einfach mal gar nicht. Kann man so machen, ne? So, der geht nicht. Der geht auch nicht. Der geht auch nicht. Der würde gehen. Und nehmen wir. Zack. Der würde gehen. Ich glaube, der würde nicht gehen. Aber der hier. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Der hier. Der geht. Und der geht. Und der geht. Geht doch, hä? Warum hat das jetzt eben gerade nicht gemacht? Und der. Und warum sind auch bevorstehende Termine? Ei. Michaela Paris. Patient klagt über Jucken im linken Gehörgang. Nicht schön. Rubis AFK. Alles klar. So, 845 Nastja Moskau. Jährliche gynäkologische Vorsorgeuntersuchung, Barnabus Lima um 10, Kontrolle der Knieverstauchung, 11.30 Uhr, Gaspar Ankara, es tut überall weh, aber vor allem morgens im unteren Rückenbereich. Wahrscheinlich aber nur eine schlechte Matratze, korrekt. Sharia non-taburi, eventuell Arthritis und Sprechstunden, Sprechstunden bis Tagesende. Patientenvermerke, Lisken Emily. Patienten stürzte sich auf eine Tour über die vereisten Felsen südlich von New Homestead. Die Flugrettung brachte sie mit Verletzung auf beiden Beinen hierher. Zwei Mittelfußknochen des linken Fußes waren gebrochen. Ich habe die Wunden behandelt und verbunden. Extra starke Schmerzmittel verordnet und die Ordination für heute dicht gemacht. Yasira Thomason, Frau Thomason kam in die
Ordination und klagte über akute Erfrierungen. Stellte sich heraus, dass sie nur sehr kalt war. Hab ihr heiße Schokolade verschrieben und gemeint, sie soll draußen bleiben, wenn sie den Unterschied zwischen einfach nur kalt sein und echt eine Erfrierung nicht kenne. Marco Wendt. Marco hielt es für eine gute Idee, sich in die Meth-Anlage hineinzuschleichen, anstatt sich an die Tour zu halten. Er wäre fast an Methan erstickt und musste mit Sauerstoff versorgt werden. Er wird's überleben. Ai. Terry Glasgow. Terry gehört zu meinen regelmäßigen Patienten. Normalerweise ist er etwas hypochondrisch veranlagt, aber heute war er zur ganz normalen jährlichen Vorsorgeuntersuchung hier. Die Blutwerte sehen zum größten Teil gut aus. LDL-Cholesterin ist etwas hoch. Er muss sich bei fettigem Essen zurückhalten und mehr Sport betreiben. Könnte auch mein und sein. Vera Kowalczyk. Behandlung von Verbrennungen zweiten Grades in der Mitte des Oberarms. Patientin hatte sich an einem Dampfrohr angelehnt. Sie behauptete, sie hätte sich nur aufwärmen wollen. Lektion gelernt. Ich habe ihr gesagt, sie soll dreimal täglich eine antibakterielle, entzündungshemmende Salbe auftragen und die Verbrennungen weiter bandagieren. Besser ist. What kind of information you can get off of there? It's always so cold here. Weil es nicht warm ist, würde ich sagen, ne? Ganz einfach. Ganz einfach. Sprich mit Luther. 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 You see those wind turbines out there? Hoo-ree! Things have never been better since this truck's opened up. Makes me feel like we're actually part of the UC. It's one thing to learn Luther. About early. Hello there! Welcome to the new Homestead Chunks. We've got all your Chunks favorites. Well, almost all of them. Sadly, we're out of the special sauce. I know. But everything else is still that great Chunks food you know and love. So, what can I do for you? Du sag mal, was ist dein persönlicher Favorit auf der Speisekarte? Oh, you had to go and ask the hard questions, huh? How can I pick just one? Well, there's chicken chunks, beef chunks, potato chunks, cheesesteak chunks, cheesecake chunks. You know what? I'm gonna cheat if you don't mind and just say I love them all equally. Nö, eigentlich finde ich das nicht gut. Deine Frau wird das Gasthaus zum braunen Pferd. Warum arbeitest du für die Konkurrenz? In New Homestead dreht sich alles um authentische, lebende Geschichte. Wie passt Chunks da rein, ja? Well, people gotta eat, you know? But seriously, I think we're just starting to get with the times a little. And I can't think of a better restaurant than Chunks to usher that in. I think corporate just saw New Homestead as an untapped market. I mean, the locals may not eat it, but the tourists love having a taste of home. Okay, und du liebst wirklich Chunks, oder? You know I do. And what's not to love? It's delicious, nutritious, easy, fast, inexpensive. It sure makes my hungry belly sing for joy. Yeah. My wife thinks I eat too much Chunks food, but I just can't help myself. It's so good. Okay. Keine Chunks Spezialsoße zu haben, klingt nach einem Problem. Ja. If I'm completely honest, it is. People are always saying how this Chunks can't compare to the real deal. And I just know it's because we never had that mouth-watering sauce. I've been in contact with some of the other restaurants out there, and they'll give me some. But they say they can't afford to send it, and I don't have a ship, so what am I to do? Oh ja, also, kann Chunks dir nicht einfach die Soße schicken? For real? Good question. Now, they haven't said... But I think it has something to do with them prioritizing other chunks over mine. I guess it's made at a different facility than our other food. And they don't even want to pay the shipping cost to ship from another store to ours. And sometimes I get lucky and a cargo hauler passes through with a route that takes them near other chunks and back again. But there's no guarantee. Okay. Ist die Soße denn wirklich so wichtig? You bet it is. You may not hear people talk about it, but trust me, it's the secret ingredient. It's like... The glue that holds it all together. I mean, not literally. I'm not saying it's glue or that our food falls apart. It's delightful. Tangy, savory, it's a little sweet, but not too sweet.
And I've noticed that once people find out we don't have it, sometimes they don't return. It's the reason business isn't as good as other chunks. Okay, wenn sie nur jemanden für dich abholen muss, kann ich das machen. Wait, for real? You do that. You're not pulling my leg. Ja, klar. Ja, du hast recht, das ist lächerlich. Ich arbeite doch nicht für Chunks. ich übernehme das, wenn du mich bezahlst. Oh, of course. Between what I've got personally and the petty cash, I'm sure I can get you what you deserve. So, I know of another chunk that has a case of sauce ready to go for me. I actually cleared it with them just before you arrived. If you mention it to whoever's working the counter there, they'll hook you up. Bring it back here, and we'll be golden. Thanks. Okay, aber... Let's get that sauce. And by us, I mean you. Thanks again. You're great. Ja, okay, Deiner Frau gehört zum gehört das Gasthaus zum braunen Pferd. Warum arbeitest du für die Konkurrenz? Oh, it's all good. Chunks pays me pretty well. And between you and me, Anya's doing all right herself. Plus, we got this plan, you know? We want to see if we can introduce some of Anya's famous cooking to the Chunks lineup and pitch it to corporate. Imagine, Anya's delicious food in every Chunks restaurant across the settled systems. And people are bound to come visit her place to see where it all started. It's a win all around. Macht ja auch Sinn irgendwie, ne? Thanks for visiting Chunks. Thanks for choosing. Macht ja auch Sinn. Spezialsoße. Okay, das war's dann ja auch schon, ne? Also. Okay, wir holen die Spezialsoße. Chunks. Ja, ja, which Chunks ja, would you like today? Ja, tschüss. Wir reden auch gleich tatsächlich nochmal mit, oder wir versuchen nochmal an der einen Stelle dann den Dings jetzt zu finden. Vielleicht haben wir Glück. Der Kollege ist jetzt nochmal aufgetaucht, der andere Agent. Aber ich kann halt nichts versprechen. Und zwar eben die Soße, würde ich sagen. Ab ins Cockpit. Ich glaube dir immer noch nicht, nur mal so, ne? Wir müssen nach Neon. Neon. Modi. Dann zu Chunks. I picked up something you might be interested in. Appside ist das okay. Okay, der Appside ist Chunks, ja, schon weil er so günstig ist, ne? Wollen nicht viel Miete ausgeben, günstige Arbeitskräfte. Let's go. Gar kein Problem. Machen Sie so einfach so. Machen Sie einfach so. Erica. Welcome to Chunk. You've chosen Chunks. What a great choice. What chunks can I get you? Da war aber viel los. In Neon ist tatsächlich viel los. Woraus genau werden Chunks hergestellt? I don't know. Smaller chunks. Was für eine Antwort. Ich soll ja eine Spezialsoße für Chunks in die Homestead abholen. Huh. I thought that was a joke at first. But yep, here you are. Ja, let me get that for you.
but maybe next time you can ask him to make it last longer, so I don't have to keep doing this so often. Okay. Wir rennen zu Luther zurück. Ja, machen wir aber hier kurz mal den Blitzsprung. Da ist er. I have something for you when you have a moment. Nee, ich glaube immer noch nicht. Aber hey, wer von euch beiden schmeißt ja eigentlich die Koffer rum, Alter? Ist doch voll mies. So, was habe ich eigentlich immer noch auf dem Schiff, sag mal, was ich verkaufen kann? Nee, das sind alles Mineralanalyse. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen kann. Immer noch nicht. So, wir haben hier echt noch ein bisschen was. Würde ich behalten. Helme haben wir. So. No, Heimstadt. Da lang. Ich frage mich immer noch, wieso ist der Typ da hinten nicht? Ist er eigentlich ein Bürger immer noch? Er arbeitet hier auch einfach. Er ist ein Bürger, der hier arbeitet. Könnte es sein, dass der Typ hier durchgeglitscht ist? Komm, wir prüfen das mal. Muss ja irgendwo hier sein, ne? Aber hier ist nichts. Sarah ist anscheinend warm. Das kann ich alles nicht mitnehmen hier. Frau Sahara. I could really go for. So.
bringen wir dem Kollegen mal seine Soße. New Homestead is a living. Erstmal Kopfstoßen überall. It's been a while since I last visited. Hey, nice to see this place still has the same charm. Ooh, yeah, you got me that sweet, sweet sauce. Not that it tastes sweet, it's actually kind of tangy. Thanks a whole bunch. This is gonna put this place back on the map. Okay. 75 EP. The Chunks family is happy to see you and to serve you. What can I get you? I could have sworn I've seen those silly little space frog posters somewhere else. Never thought I'd see them. Did you know the museum here is full of old Earth artifacts? Cool, huh? Careful out there. Some wacko is running around in an obviously fake monster costume trying to scare people. Ah, das war nie, oder was? Kein Problem, habe ich gerne gemacht. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben doch noch mehr Quests hier, glaube ich, ne? Wir gehen mal auf die Karte. Dann gucken wir mal. Kümmere dich um den Agenten. Ja, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Der schadet. Geht aber nicht. Bin ich doof. Findet das Asteroiden-Ferntestgelände. Das können wir nochmal machen. Wo müssen wir da hin? Oh, weit draußen. Kühler. Murfred. Dann erstmal nach Murfred. I have things for you. Okay. Das? CN. Haben wir noch eine Quest? Nee, oder? Wir gehen einfach mal drauf. Wir gehen einfach mal drauf, oder? Toll. Dann docken wir mal an und gucken, was da los ist. Wenn es da keine Antwort gibt, dann gibt es nur wieder Probleme. Das ist wie immer. And we are locked in. So, wir sind angedockt, jetzt steigen wir mal aus. Das hier schon wieder sehe ich alles, ne? Hier ist aber Schönes passiert. Yes. This place has been picked clean. I doubt we'll find much worth using around here. Naja, nichts nützlich. Wir können halt immer noch Sachen zum Verkaufen finden, ne? Also ist schon ein bisschen was Nützliches noch da, junge Dame. Nur weil du es nicht als nützlich achtest. Make sure you strip everything useful from that thing. Weiß, wird von Piraten überfallen oder so, ne? Wort Trinkpack in der Schublade, sehr geil. So typisch. Die Frage ist so typisch wofür. Natürlich wie immer alles ein. Ich will ja nicht, dass hier irgendwas zurückgelassen wird und dann kommen da irgendwelche Plünderer und dann nehmen die das mit oder so. Dann können die nicht mal was damit anfangen.
Wir können wenigstens was damit anfangen, auch wenn es so der Verkauf ist, aber wir fangen was damit an. Da geht's dann auch dann eben gleich hin. Alles weg, nicht mal Gegner gerade. Scheint die Brücke zu sein. Hab ich da gerade was gesehen? Nee. Doch nicht. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Weg gewesen. Achso, nee, alles gut. Brauchte nur mal einen kurzen Bio-Break. Experten, oh Mann. Oh, ich wette, da wäre voll was Cooles drin gewesen. Ja, schade, dass wir noch nicht Experte sind im Knacken, ey. Das wäre voll cool, dann hätten wir jetzt schon ein paar Tresoren knacken können, die uns jetzt natürlich alle irgendwie entgehen. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Nein, nerv mich nicht. Ich will nichts wegpacken. Das ist alles meins. Bin sogar so ein netter Typ, dass hier jemand alles zumacht hier wieder, ne? Also. Macht auch nicht jeder. Jake und die Inu.
kleiner Safe. Der passt nicht. Der könnte passen. Der könnte nicht passen. Ne. Der vielleicht. Der könnte passen. Machen wir den. Doch, den anderen. Oh Mann. Den. Nico, das passt gar keiner hier, ne? Nee. Geil. So eine dumme Schlösser, ey. Dann passt einfach nix. Okay, der passt. Der passt. Der passt. Und der passt. Ah. Nimm den. 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 Und den. Ups. Falsche Taste. Ihr wollt erstmal einen Kaffee trinken. Immer diese Sahara muss immer im Weg stehen und dummes Zeug gehen. Ja. Mein Handy hat sich selbstständig gemacht gerade. Oh, was hat's getan? Dann ist hier erstmal was zu essen bestellt. Das ist dann die andere Seite. Gehen wir gleich lang. Paranormal. Ja, genau. Gespielt und du hast gar nichts gemacht, gar nichts. So, dann gehen wir hier weiter. Und solche Ressourcen sind ja mal ganz gut dann, ne? Und dieser Würfel zum Beispiel gerade. Immer echt viel wert. Da gibt's nix. Frankenstein. Oh, Sahara. Alles Scheiße, alles Mist, wenn man nicht auch Kaffee ist. Genau. Sei nicht kacke, sei wie Kaffee. So. Wir gehen aber hier rum. Kaffee ohne mich. Das ist wie ein Lebenselixier. Zumindest für manche Menschen, würde ich sagen. Nicht für alle, ne? Aber für manche Menschen ist Kaffee ein Lebenselixier. Andy war auf Kaffee hinzu. Genau, und es hat sich selbstständig gemacht. What we're carrying. Psst. Es hat sich selbstständig gemacht, weil es darauf hinweisen wollte. Kaffee. Und jetzt ist hier gleich wenigstens alles wieder richtig aufgeräumt. Macht ja sonst keiner.
Ich sorge hier für Ordnung. Ich bin wieder Hausmeister. Sogar noch gründlicher. Aber ich bin so intelligent. Ich mach's auch nicht sauber. Ich verkauf's einfach. Und kauf neu. Ganz einfach. Hausmeister Krause. Ja, alles für den Dackel. Alles für den Hund. Oh, geilste Serie damals gewesen. Hausmeister Krause. Mit seinem Dackelclub da. Einfach zu gut gewesen. Erst muss Imgrimsch kommen zum Aufräumen. Ja, genau. Aufräumdienst Imgrimsch. Mache ich übrigens nebenberuflich. De Boro. Ja, sein Dackel. De Boro. Der gute Boro. Und sein Blick immer dabei, wenn er dann steht. Der gute Boro. Einfach der Beste. So. Ich glaube, das war's, ne? Wen gibt's hier denn? Sind durch alle Räume gegangen? Alles hier plündert. Hauptsache der Automat funktioniert noch. Ja, sehr geil. Aber ich glaube, jetzt war's das, ne? Nee, gibt's hier nicht. Und hier geht's dann wieder runter. Eddie wollte dich daran erinnern, dass man einen Kaffee braucht. Ja, vielleicht. So, können wir wieder raus. Ne? Entspannt. Ich dachte, man erfährt hier irgendwo vielleicht ein bisschen, was hier passiert ist, aber nix. Gute Kuchen, sagt man immer so schön, ne? Hausmeister Krause war richtig geil gewesen. Ja, fand ich auch. Habe ich auch immer wieder gern geguckt damals. So. Ein Rucksack. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier irgendwas noch? Ich glaube, wir haben irgendwo ein Wodka weggenommen. Genau, und dann haben wir noch Ressourcen. Wir alle aufs Schiff packen hier. So, und sonstiges haben wir auch ohne Ende wieder. Schon gehört mit der Prinzessin Kate, dass sie Krebs hat? Nö, tatsächlich nicht. Die gute Kate hat Krebs. Das ist natürlich ätzend. Das folgt bestimmt auch ziemlich suboptimal, ne? Das Volk liebt sie ja so extrem, ne? War das nicht so? Das Volk mag die doch gern. So, jetzt können wir nach Hyla reisen. Al-Batani. Auf nach Hyla. So, Meteoritentestgelände. Da landen wir. Ich habe den Planeten nicht gescannt. Ich bin super. Zählt immer noch unter die Sachen, die wir eingelagert haben. Guck mal. Seht ihr das? Oben rechts. Oh, hier gibt es Aluminium.
Und Helium 3. Ich mag den Planeten. Aber ich kann hier bestimmt wieder nichts bauen. Oh, nice. Sehr gut. Bestätigen den Transferbehälter kann so ganz leicht Fracht zwischen einem Schiff und dem Außenposten transferieren. Versuch's doch mal. Okay. Nee, will ich gar nicht. Ich möchte tatsächlich noch einen Extraktor bauen. Ich brauche aber Nickel. Oder Eisen. Aber ich brauche Helium 3. Ich brauche Nickel. Ist der Nickel? Ich glaube nicht, ne? Euphorium gibt es hier noch. Okay, wir gehen erstmal da hinten hin. Vielleicht finden wir ja immer noch Nickel. Mein Internet hat sich gerade aufgehört. Eieiei. Narzisser Hexhex, Dankeschön für den Raid. Genau, ein herzliches Willkommen, würde ich sagen. Und natürlich an alle, die mitgeholfen haben. In Jerusalem sind heute mehr als die Hälfte aller Förschulebarn. Nein! Hexe! 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 Hassan! Damit ja zum Glück nichts zu tun. Eine Frage habe ich. Glaubt ihr das schon wieder nicht? Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Was ist los? Ja, ja. Was habt ihr Schönes gemacht, Narzissa? Tut er was? Und die was? Mit Tauben um euch geworfen. Hallo. This is an active industrial site. Warning. I am programmed to prioritize the completion of my tasks. Was ist hier denn? Gestohlene Kunst. Bedeutet, wir müssen nochmal. Eieieiei. Tracker an, ja, der ist voll krass. Hier ist wieder alles so durcheinander, ne? Haben BAM-Simulator gespielt und mit unserem Einkaufswagen und unten mit unserem. Also und mit eurem Einkaufswagen geht. Ah ja, ich hab schon mal von dem Spiel gehört. War gut. War gut. Ja, genau so alltägliche und normale Sachen halt. Ja, richtig. Ja. Hey, wer macht das nicht? Wenn ich einkaufen bin und dann habe ich einen Einkaufswagen, mache ich das auch. Ist doch vollkommen normal. Den frage ich auch immer, was ich brauche. So, Computer.
Ergebnis der Meteoritenprobenuntersuchung. Bitte aktuelles Computer-Software-Update vorführen. Ja, gut. Bringt uns ja nichts. So, gehen wir hier nochmal rein. Ja, lustig war mein Hals. Wir wollten. Ach, Mann. Das macht meist mein Mann, wenn ich neben ihm stehe. Mit dem Einkaufswagen reden oder mit dir reden? Ja, dann wünsche ich dir mal gute Besserung, ne? Dann schon mal noch dann ein bisschen deine Stimme. Nach so einem Stream, wollte ich gerade sagen. Nach so einem Stream ist das ja immer ganz schön angekratzt und halt, ne? Das ist halt auch nicht so geil. Also schön schon jetzt. Vielleicht einen schönen Tee machen oder so. Hilft ja auch immer. Aluminium. Basis, ne? Blei. Braucht dich nicht Nickel? Was macht diese Geräusche hier? Das Gerät hier, der PC wahrscheinlich, ne? Den Grog, der hilft immer. Das stimmt allerdings. Das würde ich jetzt einfach mal bestätigen. Gewicht heben. Oh. Ich bin auf der Seite. Okay. Tee mit rum oder rum mit Tee, ne? Ist ja egal. Oh, ich würde das so gerne mal machen, ne? Echt so über so einen Planeten hüpfen und dann einfach. Einfach nur hüpfen. Einfach nur hüpfen. Das wäre das Geilste, finde ich. So. Was sagt unser Gewichtheben 120? Wir sollten einmal zum Schiff gehen. Hey. Hey. Okay. Einheit. Achso, Feind. Erkennung. Einstellen. Aktivieren. Ich würde sagen, hier fehlt irgendwie was, ne? So ein Kasten. Please proceed with caution. There is heavy machinery operating in this area. Wir gehen einmal zu unserem Schiffchen zurück und räumen mal die ganzen Sachen weg. Dann schauen wir mal, ob wir wie viel Nickel wir eingepackt haben, ob wir vielleicht noch einen Extraktor jetzt bauen können. Und dann natürlich vor allem, was brauchen wir dann noch für Dings hier, ne? Das ist ja noch die andere Frage. Für den Behälter. Wir brauchen ja so einen Gasbehälter. Müssen wir auch alles bauen. Medium 3 eingeatmet.
Hammer. Einmal Nickel bräuchten wir noch. Und Energie. Wir müssten sogar ein Solar-Ray brauchen. Beryllium haben wir dafür. So, wir gucken nochmal, wenn wir das dieses Ding da überprüft haben, schauen wir nochmal genau, was wir brauchen. Und dann bauen wir hier einmal unsere Dings auf. Unsere Helium-3-Farm. So, wir wollen jetzt aber erstmal ein paar Sachen wegpacken. Ein Cutter kommt weg. Obwohl, einen der Helme, den würde ich tatsächlich behalten. Mine weg. Tesla-Pylon. Was es ist. Erste Hilfe. Was haben wir hier? Spannendes, aber sonstiges haben wir wieder eine ganze Menge. Unbedingt dran denken, bevor wir irgendwo anders hinfliegen, dass wir nochmal zur Red Mile fliegen. Nochmal den Schmuggelware wegbringen. Jetzt noch? Ach ja, die ganzen Ressourcen. Immer noch 93. Ja gut, und dann gucken wir mal ganz kurz den Helm an. Tracker Allianz Helm. Nee, wir behalten unseren. Nein. Was habe ich mitgenommen? Eine Waffe. Und der Helm geht rein. Deswegen hat er auch gerade so komische Geräusche gemacht. Any new orders for me? Nee, gerade nicht. Ihr braucht nichts machen gerade.